Hier präsentieren wir die 5 beste Akku-Bohrhammer-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Wer nicht allzu viel Leistung braucht, wird mit diesem Gerät glücklich. Das Modell bringt es auf eine Leistung von 900 Watt, die letztlich auf 3 Joule Schlagkraft übersetzt werden. Damit lassen sich beispielsweise in Betonlöcher in einem Umfang von maximal 26 mm bohren, was bei unserem Akku-Bohrhammer-Test relativ schnell funktioniert hat. Der Apparat bietet darüber hinaus mehrere Funktionen. Man hat nämlich die Wahl zwischen Schlagbohren, Bohren und Meißeln. Möglichst sicher ist das Gerät ebenfalls, da es über eine Überlastrutschkupplung verfügt. Bei unserem Akku-Bohrhammer-Test gefiel uns außerdem die robuste Verarbeitung. Durch sie wirkt der Einhalt sehr langlebig und so, als würde er Stürze aus geringen Höhen unbeschadet überstehen. Nummer 4. Dieses Modell ist zwar nicht ganz günstig, doch bietet es dafür exzellente Eigenschaften, weswegen es bei unserem Akku-Bohrhammer-Test an 4. Stelle steht. So wurde hier etwa ein besonders starker Motor verbaut, der es auf eine Schlagkraft von 2,6 Joule bringt. Letztlich steht dieses Gerät den Netzbetriebenen in nichts nach und ermöglicht darüber hinaus noch ein großes Maß an Mobilität. Bei unserem Akku-Bohrhammer-Test gefiel uns außerdem die hervorragende Verarbeitung. Hier wackelt wirklich nichts und die Komponenten vermitteln überhaupt den Eindruck, ausgesprochen robust zu sein. Der GBH hält zudem Stürze aus 1-2 Metern Höhe aus, ohne Schaden zu nehmen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Makita zählt definitiv zum Besten, was man derzeit für Geld kaufen kann, weshalb wir hier bei unserem Akku-Bohrhammer-Test auch den 3. Platz vergaben. Er mag etwas mehr kosten, allerdings sind im Lieferumfang auch 2 Akkus mit 5A inklusive, die besonders lange halten. Außerdem erfüllt das Gerät gleich 2 Funktionen, Hammerbohren und Bohren. Das Modell verfügt über einen kräftigen Motor. Wir konnten damit bei unserem Akku-Bohrhammer-Test vergleichsweise schnell arbeiten. Der Apparat lässt sich zudem einfach handhaben, da die beiden Griffe bequem zu greifen sind und durch die ergonomische Form selbst nach längerem Betrieb keine Krämpfe entstehen. Nummer 2. Dieses Gerät hat enorm viel Power. Schließlich wurde hier ein Motor mit stolzen 100 Watt verbaut. Letztlich produziert das eine Schlagkraft von bis zu 3 Joule, weswegen wir bei unserem Akku-Bohrmaschine-Test die Arbeiten ausgesprochen effizient und schnell erledigen konnten. Dabei wird das Modell von 2 18 Volt Akkus betrieben, die übrigens nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Handhabung ist wirklich sehr angenehm. So wurde nämlich ein Vibrationsschutz installiert, wodurch man auch über längere Zeit am Stück bohren kann, ohne Schmerzen an den Händen zu bekommen. Weitere Highlights sind hohe Drehzahlen von bis zu 1200 Umdrehungen pro Minute und die Rutschkupplung, die den Anwender beim Blockieren schützt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dieses Gerät gehört zur gehobenen Preisklasse, bietet aber auch dementsprechend viel. Daher geht es bei unserem Akku-Bohrhammer-Test auch als Sieger hervor. Das Modell arbeitet relativ energiesparend und kann daher besonders lange am Stück verwendet werden. Es benötigt lediglich 14,4 Watt und wird mit 2 4A Akkus betrieben, die neben einem Ladegerät gleich mitgeliefert werden. Die Schlagkraft lässt sich dennoch sehen. Sie beträgt 1,7 Joule. Auch wiegt das Instrument nur 2,6 Kilogramm und kann daher selbst von schwächeren Trägern eingesetzt werden. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.